Servus! Grüß dich, meine Freunde, hier beim nächsten Unboxing-Video. Und zwar heute wieder ein Special-Video, beziehungsweise ein Video für unser Warhammer Age of Sigma. Und zwar heute mein erstes großes Unboxing dazu. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch eins der ersten bleiben für etwas längere Zeit, denn es ist eine riesige Schachtel. Und zwar unsere Dominion-Box. Also die Vorherrschaftsbox von unserem Age of Sigma mit den Stormcast Eternals und den Orks. Und ich würde sagen, es ist eine Zeit des Aufruhrs. Es ist eine Ära des Krieges. Es ist das Zeitalter des Sigma. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein! Jawohl, und hier sind nochmal unsere Box mit dem coolen und den Facelift bekommen haben, denn Stormcast Eternals. Die schauen jetzt alle ein bisschen heftiger aus mit diesen krassen Schulterplatten. Die schauen ein bisschen aus wie Footballspieler, finde ich ja. Und diesen großen Rundschilden. Und ja, haben immer noch die krassen sturmgeschmiedeten Hämmer in den Händen. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal die Rückseite an und schauen einfach mal, was wir so sehen können. Wenn ich es irgendwie zeigen kann. Hier auf jeden Fall schon mal der Anführer von den bösen Orks beziehungsweise der Morpherrscher, Killerboss auf großen Schnappzahn. Und wenn ich noch ein bisschen nach unten gehe, die Box ist wieder so groß, dass ich gar nicht weiß, ob ich alles drauf bekomme. Ja, hier die sturmgeschmiedete Ewige, ja, die Stormcast Eternals, und zwar die Yndrasta, die Celestrische Speer. Und ja, hier auf dem Bild seht ihr dann schon, so von der Art her wird es ungefähr ausschauen. Ich gehe mal ein Stück nach unten. So mit den ja, mit der Schlacht aufgebaut und so. Und denke, dass wir das auch so hinbekommen. Und hier die Yndrasta ist ja mit eine der coolen Figuren in der Box, die ja auch, wie ich meine, der Brag. Und also unser Killerboss hier auf dem Schnappzahn, eine der exklusiven Figuren. Die gibt es, glaube ich, mittlerweile auch einzeln, weil die Leute sich einfach beschwert haben, sie wollen die auch so haben. Und erweitern um die Box, weil die Box ist limitiert gewesen. Ich habe tatsächlich jetzt auch in dem Warhammer Store, in dem ich gewesen bin, eine der letzten abgegriffen. Also die letzte, glaube ich, war es sogar gewesen. Und hier haben wir den Inhalt von der Box. Erstmal die Schachtel wollte ich unbedingt haben, weil da will ich meine Sachen reintun zum Hobby. Und wir haben hier ein 360-seitiges Grundregelbuch von Age of Sigma. In dem Hardcover, so viel ich weiß. Dann ein 24-seitiges Büchlein Krieg um die Bernsteinwacht. Entschuldigung. Und die 14 Schriftrollenkarten für die und zwei Treuefähigkeitenkarten für die Einheiten und Miniaturen, die dabei sind in der Box. Und dann haben wir den Anteil der Stormcast Eternals mit insgesamt 60 Figuren bei den Orks. Und den zusammen eine Yndrasta, dann den Fürst Imperatant. Fürst Imperatant, jawohl. Den Ritter Vexilor mit Banner der Apotheose. Der sieht auch ziemlich geil aus, finde ich. Dann die drei Praetoren, Ritter Arcanum und drei Annihilators und 10 Vindicators, also Vindikatoren. Und dann haben wir die Morpirscher, also unsere Uruks, mit dem Killerboss auf großen Schnappzahn. Den Torfboss mit Sumpfgasbanner und Sumpfrufer, Schamane und Topfgrott. Killerboss mit Pixgrott einmal, drei Bolzenschießer, 10 Wands, 3 Saar und 20 Hopgrott-Schlitzer. Und ihr seht es auf der Box, die haben keine ERs, die haben alle A's. Und ja, ich bin mega gespannt, wir machen es direkt auf. Ich würde jetzt sagen, wir schneiden die Folie. Die schneiden die Folie runter, soweit es geht. Und da fällt mir natürlich wieder das Messer runter. So. Machen wir es hier direkt. Ich habe mir auch jetzt seit einem, ich
glaube, die kam letztes Jahr im August, die Box. Und wenn ihr jetzt das Video seht, denkt ihr, das ist ja fast schon wieder August, so in der Art. Ja, habe lange Zeit damit überlegt und habe gedacht, na komm, ich will eigentlich nur die Stormcast Eternals aus der Box und ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Orks anfange. Aber es wird nicht besser. So, dann machen wir es immer auf hier. Ohren, Achtung. Kurz vor die Kamera. Zack. Wie so eine Brettspielbox. Dann haben wir erstmal hier so ein riesig cooles Bild. Das können wir eigentlich auch wieder aufhängen. Und es riecht auch besonders. Ja, ein cooles Schlachtbild auf jeden Fall. Auf der Rückseite haben wir ein großes Age of Sigma Logo. So, dann haben wir natürlich jetzt 100 Millionen Stanzrahmen bzw. Die Gussrahmen Spritzgießformen mit den Anguss. Deswegen nehme ich das mal ein bisschen aus dem Bild raus. Und zeige euch das dann einfach hier so in die Kamera rein. Da haben wir hier den Bannerträger. Und hier ein paar Sachen. Das sind 1, 2 jeweils, würde ich meinen. Ja, immer 2 Stormcast Eternals ungefähr auf dem Gussrahmen. Also haben wir hier 6 Stück. Dann haben wir hier ein paar. Muss ich auch wieder umdrehen. Sieht man mehr. Haben wir hier die kleinen Oruks. Oder Goblins, ich weiß gar nicht. Da sind glaube ich so 3 oder 4 sogar pro Ding. Weil wir haben ungefähr 20 Stormcast Eternals. Und 40 Oruks. Damit die von den Punkten her ungefähr gleich sind. Dann haben wir den gleichen Rahmen von Stormcast nochmal. Und hier nochmal den von den Oruks. Das sind die identischen. So, dann haben wir hier Stormcast Eternals. Die haben hier die großen Äxte an Speeren. Hellebarden, würde ich glaube ich, sind die, heißen die. Und richtig geil auf jeden Fall. Und heute geht es ja ein bisschen um die Miniaturen. Dann haben wir hier, glaube ich, unseren Killer-Boss. Einen davon. Ich lege das einfach hier hin. Dann haben wir noch ein paar Orks. Und hier haben wir ein paar Griffhounds an der Seite. Auch kurz davor letztens gewesen in dem Warhammer Laden, wo ich es jetzt mitgenommen habe. Ach, hier ist der Topf. Mir eine Box Griffhounds mitzunehmen. Ja, die habe ich mir jetzt fürs nächste Mal aufgehoben. Dann haben wir hier wieder den. Ja, hier diesen einen Zauberer-Typen von den Stormcasts und hier den anderen. Kann jetzt nicht genau sagen, welcher ist. Und hier noch einen Gussrahmen voller Orks. Die haben Speere auf jeden Fall und Schilde. Jawohl. Muss ich schon fast schon anbauen mit dem Gussrahmen. Und hier haben wir unseren letzten Gussrahmen. Vermute ich. Da ist unsere Jan Raster. Und seht schon hier die coolen Flügel natürlich. Und jetzt schaue ich gerade, wo ist ihr? Die hat so eine Treppe mit Baum und so weiter. Und ich glaube, hier ist der Körper von vorn. Und dann drehe ich es mal um. Und schau gerade. Ah ja, okay. Und hier ist dann der restliche Teil von der Figur. Ja, und auf der anderen Hälfte vom Gussrahmen haben wir den großen Bannerträger und noch ein paar große Rundschilder von den restlichen Stormcast Eternals. Dann haben wir dasselbe Blatt nochmal als Zwischenlage. Jetzt kann ich es euch ein bisschen besser zeigen. Das
auch sehr geil. Das ist genau das gleiche. Es ist quasi so eine Art ja, Zwischenwand. So. Und dann haben wir hier das restliche in der Box. Oh ja, immer noch nicht alles. Noch ein Satz. Von den Beinscheiben. Und zwar einmal die ovale Base für den Killer Boss vermutlich und die große Rundbase, ich glaube 40 oder 42 mm für die Indraster. Ich glaube, das steht auch nicht drauf auf der Schachtel. Und ja. Mhm. Ich hier mal die Minis auf jeden Fall ordentlich einen Haufen hier. So, hier, so, dann habt ihr gesehen. Mal zur Seite. So, ja, und hier halt die ganzen Rundbases. Auch nochmal ganz geil. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Was haben wir denn da? Das ist das große Grundregelbuch mit Full Art eigentlich. Und einer weiblichen Stormcast mit Schwert und Speer. Finde ich ziemlich cool. Auf der Rückseite steht eigentlich nur dasselbe wie vorne auf der Box. So, dann machen wir es mal auf und schauen mal rein. Bisschen durchblättern, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier alles drin. Ein Krieg ohne Ende, Reiche im Konflikt und unter Wächter der Ordnung, jawohl, Diener des Chaos, die Boten des Todes. Sind Boten der Zerstörung, die Regeln auf Seite 245 dann und an Einleitung, Grundregeln, Grundprinzipien und so weiter. Ein freies Spiel, erzählerisches Spiel, ausgewogenes Spiel und entfesselte Eroberung. Wir blättern einfach mal ein bisschen durch und schauen uns hier ein paar Sachen an. Auch wieder hier das Artwork, sehr geil. Eigentlich wie immer. Oh, hier haben wir, glaube ich, den kompletten Lieferumfang von den Stormcast abgebildet. Das zeige ich einfach mal. Finde ich ziemlich cool. Und ja, ich habe im Internet schon eine Vorlage gefunden, die werde ich nicht ganz genauso bemalen wie hier. Aber das wird richtig cool. Dann haben wir hier ein paar Fraktionen wählen. Jawohl. Das Bauen und das Bemalen deiner Miniaturen steht auch im Vordergrund. Mal wieder die schönen Bilder aus dem, wie spielt man denn eigentlich? Jawohl, dann haben wir hier ja ordentlich Zeug. Ich blätter das jetzt einfach mal so. Habt ihr hier von den Grundregeln was? Na, ordentlich zum Lesen. Aber hier die, boah, so cool. Das Bild von dem, von der Rückseite. Hier haben wir Nagash mit seinen krassen Skeletten. Die sind auch ziemlich cool, aber ich habe mir gedacht, so, ich will nicht Geister und Skelette spielen, deswegen warte ich jetzt, bis man irgendwie das mal erfährt, ob man Nagash mit den Nidons spielen kann oder nicht, weil der gehört da irgendwie mehr dazu als zu den anderen, aber egal. Und habe jedenfalls das Gefühl, der schwarze Dämon der hier, den finde ich auch ziemlich geil, der kam letztens raus. Als große Miniatur. Den möchte man auch bemalen. Da hat man irgendwie Bock drauf. Kann ich den vielleicht dann mit unseren Daughters of Cain spielen?
Von dem Idonester hier habe ich den Eidolon. Jawohl, da habe ich letztens was gesehen, den haben wir angemalt gehabt. Haben wir hier Daughters of Cain gegen Idoneps. Hier die neuen Fire Slayer und die unseren geilen Seraphons à la. Unsere Start Collecting Box ist hier abgebildet mit ein paar Skins extra. Und dem Monolithen im Hin der Pyramide im Hintergrund. Der Monolith ist bei den Necrons. Und jawohl, ey, das ist richtig cool. Also die Bilder, die machen mir selber Spaß. Freue mich riesig drauf. Ja, für Age of Sigmar, Daughters of Cain, Stormcast Eternals, Nighthorns und die. Habe ich jetzt alles aufgezählt? Ja. Stormcast Eternals, Daughters of Cain, Nighthorns, die Seraphons und die Demons of Slaanesh. Von denen habe ich jeweils immer so die Start Collecting Boxen mir geholt und habe mir gedacht, so, das reicht erstmal so. Kann man mitspielen. Muss ich mir dann noch die ganzen Battle Tomes holen. Ein bisschen was zu erfahren. Und ja, dann ist eigentlich ganz schon ganz cool soweit. So, und hier haben wir jetzt noch die letzten Sachen. Und zwar die War Scroll Cards von den Killer Posten haben wir hier. Ah, okay, der hat Killer Post mit Pixgrot. Und dann haben wir hier auch immer die Werte drauf. Die Fähigkeiten. Das finde ich ganz cool. Ich mir bei unseren Stormcast Eternal War Scroll Karten gewünscht, dass da auf der Rückseite immer auch sowas drauf ist, aber war glaube ich nicht so. Und ja, mega cool für zwei Spieler die Box auf jeden Fall geeignet. Also wer irgendwie Interesse hat, schreibt mir an. Ich bin daheim. Und die Rückseiten dann auch noch mal hier mit den Einheiten und hier die Werte und so, und da kann ich ja auch mal, wenn es euch interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, machen wir mal ein gesondertes Video, wenn ich mich auskenne, und da kann ich euch das mal erklären vielleicht. Ist ja auch ein bisschen so wie ein Regelerklärvideo dann schon. Regelerklärvideo zu Age of Sigmar und 40k wäre auf jeden Fall auch mal angebracht, aber halt nicht in dem üblichen Maße dann, sondern ein bisschen ausholen. Vielleicht machen wir auch mal irgendwie so ein Battle Report als Special Video, würde ich auch Interesse auf jeden Fall und so. Ja, schauen wir einfach mal. So. Und das letzte, was wir hier haben, ist einmal die Dominion. Okay. Das zuerst lesen. Jawohl, hier unsere Gussrahmen. Wie wir sie zusammenbauen. Genau. Mit Anleitung für die Steckverbindungen, weil ich bin ja auch Easy-to-Build-Fan, absolut, weil. Es ist schöner, es geht ein wenig schneller. Ich meine, klar, man muss im Endeffekt manchmal trotzdem was ankleben oder ausbessern oder zuspachteln, aber das erleichtert es trotzdem deutlich, das Ganze. Und ja, bei mir ist ja auch mehr so das Bemalen im Vordergrund allgemein, nicht in letzter Zeit. Und tatsächlich haben wir hier nochmal eine komplette Übersicht von den Orks. Dann hier die zwei großen Modelle und die etwas kleineren, wo nicht ganz so viele dabei sind. So, und was haben wir hier? Fang hier an, Krieg um die Bernsteinwache, jawohl. Monströses Erwachen mit Einleitung, sehr geil gemacht. Das ist dann Gift für das Reich, das sind doch denn so Kampagnen eigentlich, oder? Die dir dann mit denen spielen können. Boah, das gefällt mir total gut. Da freue ich mich schon, wenn wir das mit meinem Kumpel spielen. Oder vielleicht mit euch. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Und ja, Vindicators, Morpircher und jede Einheit ein bisschen noch eine Hintergrundgeschichte dazu. Auch sehr geil. Jawohl. Und da würde ich sagen, haben wir es eigentlich soweit für die Dominion Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten würde ich sagen, lasst mir gerne ein Like da, einen Daumen nach oben. Ich würde mich Entschuldigung, mega drüber freuen. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentardeckbox, welche Einheit von der Dominion Box euch am besten gefallen hat.
Oder ihr macht einfach, was ihr wollt, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video.